Wir sind hier in der Reisemobilfabrik Capron. Das Unternehmen gehört zur Erwin Hümer Group und hier laufen die Reisemobile von Sunlight und Carado vom Band. Und wir wollen uns heute mit euch zusammen mal anschauen, wie so ein Reisemobil produziert wird. Hier sehen wir, wie so ein Reisemobil im Prinzip am Anfang aussieht. Wir haben hier einen teilintegrierten. Jetzt wurde hier vorne der Kleber aufgebracht und jetzt kann hier die Bodenplatte aufgebracht werden. Das Einzige, was wir hier schon dran haben, ist das, was wir hinten in schwarz rechts sehen. Das ist nämlich der Teil, wo hinterher die Heckgarage dran aufgebracht wird. Und an der Bodenplatte, das werden wir gleich sehr schön sehen, sind schon verschiedene Schrauben, die jetzt wirklich direkt an dem Chassis befestigt werden. Zu Beginn des Innenausbaus werden die verschiedenen Komponenten nach dem Baukastenprinzip verbaut. Die einzelnen Teile werden mit Hilfe eines Krans an die passende Stelle gehoben und dann befestigt. Hier sieht man sehr schön, wie so ein Reisemobil aufgebaut wird. Es wird nämlich von innen aufgebaut. Das heißt, hier am Anfang wird wirklich die Küche aufgebaut, mit dem Kühlschrank. Wir haben hier hinten den Badbereich. Und dann erst, wenn das alles im Inneren aufgebaut wurde, kommen die Außenwände und ganz zum Schluss das Dach. Nachdem alle Bauteile befestigt sind, kann mit den Außenwänden begonnen werden. So, an dieser Stelle ist das Fahrzeug schon fast zusammengebaut. Wir haben hier das GFK-Dach in Sandwich-Bauweise produziert. Und hier vorne sehen wir diesen Kran. Und der nimmt jetzt gleich das Dach und bringt es oben auf das Reisemobil auf. Dann wird das Ganze fertig gemacht. Und wie gesagt, dann ist das Reisemobil fast schon fertig. Wenn das Reisemobil fertig aufgebaut ist, werden die Fahrzeuge noch beklebt und mit den Logos versehen. Danach wird noch einmal die Elektronik und der Motor überprüft, damit man sicher mit dem Reisemobil unterwegs ist. Wenn alles in Ordnung ist, sind die Reisemobile fertig für die Auslieferung. In dem Werk in Neustadt bei Dresden laufen jedes Jahr tausende Fahrzeuge vom Band. Damit gehört das Werk zu den größten Produktionsstandorten für motorisierte Freizeitfahrzeuge in Deutschland.